Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Tierwitze. Die Katze eines Architekten, die eines Chemikers und die eines Filmregisseurs sitzen vor ihren Brekkies. Die Architektenkatze baut daraus ein Gebäude mit Haupthaus, Seitenflügel und Garage. Dann frisst sie alles auf. Die Chemikerkatze zerstößt die Brekkies mit einem Mörser, vermischt sie miteinander, löst sie in diverse Flüssigkeiten auf, erhitzt, filtriert und destilliert sie und frisst sie dann auf. Die Filmregisseurkatze pulverisiert die Brekkies mit einer Rasierklinge, zieht sie sich durch einen zusammengerollten Hunderter in die Nase, poppt die beiden anderen Katzen und brüllt genervt: Ich kann so nicht arbeiten. Im Selbstbedienungsladen des Waldes, wo alle Tiere einkaufen, steht schon am frühen Morgen eine lange Schlange. Häschen kommt gerannt und arbeitet sich mit den Ellenbogen zum Eingang, wo der Bär steht. Der Bär: Häschen, der Anfang der Schlange ist dort hinten, ab. Häschen verdrückt sich, am nächsten Tag ist die Schlange noch länger. Häschen kommt, drückt sich nach vorne. Der Bär: Habe ich dir nicht gestern schon gesagt, dass das Ende der Schlange dort hinten ist? Marsch! Und wieder verschwindet das Häschen. Am nächsten Tag eine noch größere Schlange. Häschen kommt wieder nach vorne. Der Bär: Also wenn du das nicht lernst, wo das Ende der Schlange ist, dann kriegst du gleich eine ordentliche Tracht Prügel. Sagt das Häschen: Na gut, dann mache ich den Laden heute auch wieder nicht auf. Das war's für heute, macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.